Der beste dieser Troll-Songs, Imo. Geht nur kurz, bitte schauen. Setz den Hoodie auf, ich lauf durch die Nacht. Das ist kein Troll-Song, Arsch. Wusste nicht, dass wieder ein W eine Koop mit SB Möbelboss hat, sogar mit dem Mäh am Ende. Wegen Drogen und jetzt schrumpft's beim Möbelboss. Wow. Oh, wie bossig. Psst, sag's ganz leise. Möbelboss schrumpft die Preise. Ja! Boxspringbett für 299 Euro, online und im Markt. Das Ende, Digga. Oh mein Gott. Der Anwalt hatte einen Keller und in diesem Keller waren die ganzen Akten. Und manchmal, wenn er die Schnauze voll von mir hatte, weil der hat mir sehr oft gesagt, wie dumm ich bin, der hat mir sehr oft gesagt, wie wenig Bock er auf mich hat und solche Geschichten. Und einmal stand ich in diesem Aktenkeller, sollte die Akten sortieren und ich bin aus völlig heiterem Himmel so rattig geworden, dass ich im Aktenkeller des Anwaltes, wo ich eine Ausbildung angefangen habe, onaniert habe. Ich habe im Aktenkeller mich selbst zum Abkommen gebracht. Zabex, der Aktenspritzer, Junge. Ist das krank. Ich habe eine Glock hier, die nicht angemeldet ist. Bro! Was? Was ist das? Aber wenn die dann hierher kommen und die kontrollieren, dann ist die nicht da. Bro, das ist out of context. What the fuck? Was ist das hier, entspannter Arbeitstag? Geh mal einfach mal hier. Bro. Zu viel Gras, Dicker, ja. Zu viel Gras, Dicker, ja. Ich bin so mega tot. Digga, dieser. Bro, warum mach ich das? Warum macht man das? Ich bin mega tot. Bro, man ist so drinne, Digga. Man ist so drinne. Oh mein Gott, Bro. Bezahlst du für mich mit? Oh Mann, das ist hier Trimax Core. Nein. Alter, was hat er hier? Alter! Bro, Max, what the fuck? Alter, ich hab genießt. Ich hab noch nie genießt, glaube ich. Ich wünschte, ich könnte Gemüse. Ganz, ganz schlecht. Digga, er sitzt mit 60.000 Euro Rolex und versucht Gemüse zu essen. Ey, es macht keinen Sinn, Bro. Hier? Hast du es gegessen? Ja. Gegenüber Isen. So, willkommen. Habe ich eigentlich schon mal gefragt, ob du Dieter Bohlen-Sohn bist? Digga, gegenüber easy. Gegenüber easy. So, willkommen, du bist Kandidat. Gewinnen wir die Runde 100 Euro. Sag Walla. Nee. Nee. Ich glaube bis heute noch, dass Max dachte, dass Walla irgendwas Rassistisches ist oder so. Ich glaube, er wusste nicht, was Walla heißt, deswegen hat er gesagt, ich sag's lieber nicht. Max? Ja, lass eine Trinkpause. Einmal abkoppeln, G-Time. Digga, das ist mein favorite Clip. Vorne ist es gut. Einmal abkoppeln, G-Time. Ach, herrlich, herrlich. Hallo. Hab ein Video zu dir und Basti gemacht. Hab ich irgendwas Neues, was ich euch zeigen kann? Irgendein neues gutes TikTok? Nee. Aber das hier ist immer noch gut. Sorry für meine lange Abstinenz im Chat. Ich habe mich von meiner Psychose erholt und konsumiere nun wieder meine Giftkräuter. Einmal abkoppeln, Cheater? Bro, Digga, das habe ich vergessen. Also hol ich hier ein Bordeaux. Achso, scheiße, falsche Stelle. Ein mucho gusto, doch er muss süß sein, hol ich dir Lambrusco. Digga, das war so ein Hit. Ihren Wein, Zucker, süß, da steh ich nicht drauf. Bro, alle haben gehatet, aber es ist ein Banger. 4,50 Euro für die Rotweinflasche. Sie denkt, er war teuer, doch, Bro, schon grad. Ich hab sie in der Tasche und sie tanzt. Am Morgen werf ich Steine an ihr Fenster. Was ist das hier? Ich will, dass dein ganzer Mund und alles, dein ganzes Gesicht so voll ist, als hättest du so Spirits gegessen. Oh mein Gott. Meinst du so? Scheiße, Tür verpasst. Hell na. Er hat doch kein Problem. Digga, Norex ist so ein Opfer, ey. Der Chicken Nuggets, Mann. Bro, das Outfit nichts an. Ja! Let's go!
Kommt da sein Vater rein? Das ist das, wo sein Vater reinkommt? Es gab so eins, da kommt sein Vater so rein. Es gab so wenig Clips von Norix, die gut waren, dass sie diesen hier 40 Sekunden drin gelassen haben, damit sie auf die eine Minute kommen. Holy sch. Spaß. Bro, Norix gibt mir so ein bisschen 2016 Teller, Bro. Das ist, ich weiß nicht, das hier, das hätte ich auch früher gemacht, glaube ich. Hör auf. Das. Das, okay, das hätte ich vielleicht nicht gemacht. Ja, I don't know. Was ist das hier? Oh, would you like to sign our petition? It's for a really good cause. We want to test weapons on homeless people. We want to see what bullets can penetrate through the skin in one shot. So yeah, we thought they would be like the best people to test it on. You could just sign your name right here. Digga, das muss ja fake sein, oder? Was ist das hier? Ich hab Wasser ausgekippt. Oh mein Gott, ich hab's doch nicht, weil's leer ist. Oh mein Gott. Traum. Bruder, Lil Bro packt die Memes aus 2009 aus. Heilige Scheiße. Ist das gottlos, was ist das hier? Wanna write a letter to President Clinton? Would he answer us? I bet he would. I bet he would too. President Clinton, would he answer us? I bet he would. Oof. I bet he would. Bro. Die Leute, die wissen. Die Leute, die wissen. Holy shit. Ich check's nicht. Ist egal, ist egal, ist egal. Ist egal. Es wird da so eine, es wird da so eine chillige Liste veröffentlicht, sag ich mal. Ja, von den Epstein Islands. Meine Kindheit ist zusammengebrochen. Ist das? At what age did you find out that Mario 64 is viewed from the POV of Bowser watching footage filmed from a Latiku? That's why you hear Bowser laughing when Mario dies. Oh. Okay, aber ich glaube nicht, dass es true ist, oder? Weil am Ende stirbt Bowser und man sieht trotzdem noch weiter. Alright. Ich glaube, das kann nicht stimmen. That's. Bruder, spoiler doch nicht. Wie? Bro, ich habe auf diesem Channel 500 Super Mario Runs gemacht. Davon sind mindestens 150 geendet. Davon sind mindestens 50 geendet, okay. Und ihr habt schon 50 Mal auf diesem Channel gesehen, dass Bowser am Ende stirbt. Was zum What the fuck, man? 5 geendet, Bro, shut the fuck. I don't know what to say. Yeah, I really don't know what the fuck to say. Warte mal kurz. Hä? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass wir so eine Krake, so eine Stativkrake hatten. Hä? Doch, hatten wir. Bin ich gerade doof? Also letztes Jahr schon. Wie viel Poll? Nee, dieses Jahr auch. Also hat, ja, das hatten wir in Staffel 3 so ein Ding. Die lagen neben dem Grillanzünder. Die haben nur die Profis bekommen. Passt ja. Stativkrage bekommen nur die Leute, die drin bleiben. Ah, okay. Gut. Das ist erst an Tag 4. Ah, okay. Ich kann mich gar nicht. Oh, hier wieder ein 5 at Play. Einfach den TikTok-Clip zweimal hintereinander reinposten, damit wir dann auf die gute alte eine Minute kommen für die Monetarisierung. Super smart, holy sch. Wer ist mit wem zahm? A Furb? Ich kacke seit 3 Tagen nur Wasserhilfe. Mit dem Jeremy? Das hätte man nicht gedacht, dass die beiden Männer was machen, aber okay. Mit dem Jeremy? Wer ist mit wem zahm? Der Furb hat eine Affäre. Mit dem Lawrence, mit seinem eigenen Vater. Oh mein Gott, wer ist mit wem zusammen? Der Major Monogram mit Warum hat Young Moon das repostet? Mit Bro. Der Linda, da wird der Lawrence aber nicht begeistert sein. Eins geht's nur aus, wer ist mit wem zusammen? Der Major Monogram hat auch eine Affäre mit dem Perry. Schlimm, du Schlingel. Digga, was ist das? Was habe ich gerade geguckt, Bro? Mindstyle früher versus heute. Mindstyle früher, Hashtag Skating, Hashtag Timberlands, Mindstyle heute, Vintage Jeans und John Fierer, Loose Fit Jeans und Adidas Runner. Wenn ihr auch so einen guten Style haben wollt, dann folgt mir einfach. Oh Mann, ey. Kannst du bitte noch das neue Satan Hugo Video anschauen? Ja, das können wir noch gucken, das geht schnell.
Warum schickt man das nicht das neue Sadahu-Video? Was ist das? Holy Holy was ist das hier? Max Pro? Heute Abend gibt es zum Abendbrot. Oh Gott. Das habe ich gesehen, Bruder. Ich meinte letztens so, wer holt sich diese Burger, Bro? Und auf einmal linkt mir jemand den hier. So, die Burger jetzt mal auspacken. Bodenlos, Digga. Aber Realtalk, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt, die sehen gar nicht so ekelhaft aus. Realtalk viel ekelhafter als jetzt ein Burger von McDonald's sehen die nicht aus. Also no joke. Da habe ich schon schlechtere Sachen von Mc's bekommen. 14 Burger halt. Jetzt nur vom optischen her, aber ich stelle mir die übertrieben räudig vor. So, jetzt erstmal den Alzi angießen. Junge, der Mann lebt. Der Mann lebt, Bro. Er trinkt Waldbeereistee aus einer Erdbeere. Cheeseburger schmecken lassen. Oh, die Wundertschliebe halt die Lieben. Hast du noch vor, dieses neue Spiel? Ja, Mann, voll. Voll, Bro. Die Orga bzw. die Cutter scheißen immer mehr was? Rein. Wieder auf Rücken. Die haben die krasseste Szene überhaupt rausgeschnitten, ich weiß nicht warum. Oh, bei denen auch? What the f***? Ach, los. Hinter mir war auch so eine Bucht wie hier. Das war eine gigantische Höhle, die war ausgespült. Und in dieser Höhle war ein Fels, der aus dem Wasser geschaut hat. Wie in so einem scheiß Disney-Film. Und auf diesem Fels lag eine Robbe. Und ich konnte übertrieben dicht an sie rangehen. Und sie hat mich angeguckt. Und ist dann ins Wasser gesprungen. Wieso zum F*** schneiden die krasseste Szene nicht rein? Das kann nicht sein. Bro, mir hat wie in einem scheiß Disney-Film eine Robbe zum Geburtstag gratuliert. In einer Küsten-Unterwasserhöhle. Wäre zu spannend gewesen. Ja, also wir hatten auch so einen Moment, wo ich dachte so, warum haben die das rausgeschnitten? Also das war so klar, das ist natürlich immer im Auge des Betrachters, aber man denkt sich dann schon so, Bro, also das war auf jeden Fall worth, also weitaus mehr worth als andere Sachen, die reingekommen sind, so. Aber bei unserem, also bei Max klingt ja so, als wüsste er genau, wie er es gefilmt hat. Bei unserem bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das vielleicht scheiße gefilmt habe oder so. Aber ich bin ziemlich sicher, dass man im Hintergrund gehört hat, ah, au, au! Und dann hat Dominik halt gesagt, ja, oh, Digga, ich habe mir übelst das Bein hier verletzt gerade. So, keine Ahnung, also das hätte man schon irgendwie mit drin lassen können. Sowas hatten wir halt auch, I don't know. Ja, kein Plan. Aber es gibt's ja dann irgendwann Uncut-Folgen, genau. Holy shit! Holy shit! Hey, apropos Seven vs. Wild Chat, heute kommt Special Folge Edel Talk. Heute ist es soweit. Heute ist es soweit. Watch this, Chat, watch this. Also, ich habe in meinem Kopf so mit diesem Erfolgserlebnis gerechnet, dass wir halt rausziehen. Oh shit! 18 Uhr, 18 Uhr. Ist das dumm, Digga.